Leute, und ein herzliches Willkommen zu der vierten Folge von Let's Play Altstadt 2015. Und wir haben immer noch die gleiche Besetzung dabei, halt nur erstmal ohne Martin, denn der Andi ist wieder dabei. Oder auch Hallo. Nicht. Genau. Der Markus. Servus. Ihr dürft auch losfahren. Der Christian. Hi. Drei Jahre später. Flori. Also der Florian. Und der Tiger. Der Florian antwortet nämlich nicht, er mag mich nicht. So schlimm ist es jetzt ab. Glaub ich nicht. Das glaubst du? Gehen dann so lang Andi mit hoch. War ja eh noch oben. Wie fährst du denn jetzt 20? Jetzt schon. Gut, dann kann ich in 5 Momenten über dir fahren. Markus! Nicht stehen bleiben. Das war knapp. Ja, der fällt zu euch. Reflex-Test. Du bist Reflex-Test auch in deiner Hose, du. Vorsicht. Ich bin falsch. Zum Andi immer näher auf. Ist mir auch aufgefallen. Der Andi, der fährt, glaube ich, nicht Vollgas. Andi, du lässt es. Ja, der Andi fährt irgendwie, er sagt, er fährt 20, glaube ich ihm auch, aber wenn ich 20er Tempomat reinmache, dann bleibe ich. Ja, jetzt war ich 23. Okay, warte ich jetzt mal. Perfekt. Kannst mit dem Dash nicht mehr als 23 fahren. Also nicht schneller als 20. Markus, lass ihn mal ein Stück zurück, obwohl geht so. Ich krieg das hin. Ich hab das Auge eines Lohnunternehmers. Ha, ha, ha. Nee, wirklich jetzt. Das war jetzt kein Witz. Im Ernst? Ja. Okay, gut. Dann nehme ich das ha, ha, ha wieder zurück. Warte, Christian, wird mal langsamer. Okay. Eben du. Findest du jetzt auf mich überladen? Würde ich warten, weil dann wäre ich gleich los. Der Andi muss als Erster. Markus, fahren! Das Fahren nicht vergessen. Und Jeep Auto GPS ausmachen. Elben, willst du dann auf mich überladen, weil ich hab. Ja, aber ich wollte eben noch Christian den letzten Rest rausnehmen. Ja. Und Markus macht das scheiß Autoturn von GPS raus, das brauchen wir nicht. Wir können alle selber fahren. War schon einem anderen mit drinnen, ich hab nur irgendwas mal übernommen. Leer. Perfekt. Bleib doch mal stehen, Tiger! Denn mit dem Hin- und Herfahren ist mehr Jux und Dollerei als alles andere. Markus, nochmal danke. So. Rob ist voll. Flori, du hast auch was drin, stimmt's? Ja. Ich gleich. Perfekt. Sieht ja schon geil aus. User joined your channel. Hey ho. Hi. I be back. I see. Schön. Und wir sind schon wieder auf dem Aufnehmen. Ja, was soll man sagen? Insgesamt wurden 10 Felder abgeerntet. Warm war aber fleißig. Ich find's eher mager für 41 Felder. Ja gut, jetzt muss man natürlich auch sehen, wie groß die Felder sind, natürlich riesig.
einfach gerade ist. Martin, du LKW, ich Überladewagen. Okay. Nur zum Ende fahren. Ich glaube, dann brauchen wir gar nicht mehr alle drei Drescher wieder zurückfahren, so wie das aussieht. Nö, glaube auch nicht. Ist das jetzt das 11. Feld oder das 10.? User left your channel. Das ist dann das komplett das 10. Okay. Elfte, Entschuldigung. 11. 11 komplette Felder. Markus und Christian, ihr könnt schon mal anfangen. Ich tank euch dann gleich ab. Es wäre clever, wenn Christian vorfahren würde. Und ab die Post. Christian, fahr direkt mit GPS los. Keine Zeit verlieren hier. Ja, ich musste das GPS noch anmachen, ist ja gut. Bin jetzt wieder auf dem Weg zum Feld. Soll ich oben am Feld ranfahren oder unten? Fahr weiter, Markus. Ah, der zieht gerade Schlangenlinien. Muss das GPS ein bisschen runterstellen. Muss langsamer werden. Weiterfahren, nicht stehen bleiben. Ja. Wie viel Prozent hast du noch drin? 0. Dann passt das doch. Martin, wir bleiben stehen. Jetzt wieder unterwegs. Ist ja schon ein bisschen nervig, wie lange das dauert, gell? Mhm. Na gut, man könnte das umschalten. Könnte man, muss man aber nicht. So Ladegeschwindigkeit. Ja. User joined your channel. Aber ich glaube, dass es so realistisch so wird es. Hallo Dirk. Herzlich willkommen in der Aufnahme. Hallo. Auf. Ja, ich nehme auf. Sonst würde ich das live hinter meinem Namen nicht haben. Namen nicht. Dein Gequatsche hier? Ja, somit auch dein Gequatsche. User joined your channel. Guten Abend. Guten Abend. Alles, was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Herzlich willkommen in der Aufnahme, Felix. Hallo. Rowdy. Mann, dass man dich immer zurechtdrehen muss, ey. Dann haben wir es ja. Markus, stehen bleiben. Stehen bleiben, einfach nur stehen bleiben. Gut, Leute, dann fahrt die Sachen wieder zurück zum Hof, denn das Event ist jetzt auch gleich beendet. Beziehungsweise das Event ist eigentlich schon längst beendet. Habt ihr wenigstens, könnt ihr die Sachen wieder schön zum Hof, so wie ihr sie gekriegt habt, zurückbringen. Und dann sind wir durch.
Dann haben wir 11 Felder geschafft, was eigentlich ganz okay ist. Zwar nicht so viel wie beim Mais-Event, was wir hatten. Aber auch schon was. Wollen die die Maischneidwerke denn auch noch holen, die in der Dresche? Nee. Die werden verkauft. Okay. Fahrt so, wie ihr jetzt seid, einfach zum Hof zurück und fertig. War der Kolonne. Drescher vorne ran, Trecker hinterher. Haben die noch einen von euch in der, ihr Elben? User left your channel. Und tschüss, Felix. Wie schnell fahren die Drescher so? 45. Ja, hat euch das Dresch-Event denn gefallen oder wart ihr schon bei dem Mais-Event dabei und euch hat das Mais-Event besser gefallen? So ein kleines Resümee. Also ich bin jetzt am Samstag neu gekommen und mir hat es gefallen. Na gut, ich bin in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen und ich muss sagen, war sehr interessant und hat auch relativ viel Spaß gemacht. Gab natürlich auch Momente, wo ein bisschen nervig war, aber an so einem großen Ganzen war es schon recht spannend. War klar, dass Martin wieder dran vorbeifahren muss, ne? Kann. Bitte? Weil ich's kann. Ja, also ich fand's eigentlich auch ganz schön, was wir. Beim Mais-Event war ich leider nicht dabei. Sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen, Martin. Aber gesehen, dass wir an dem Ast hingehen. Abbremsen? Markus, was machst du da? Markus, hinten in die Reihe einfahren. Haben wir da alles? So. Besser. Bin ja schwindrig kommen, wohin muss ich meinen Traktor hinstellen? Ich weiß nicht, wo die standen. Einfach irgendwo hin, waren am Hof. Okay, gut. Einfach irgendwo hinstellen und dann war's halt. Einparken oder so nicht, oder? Hoffentlich. Nein. Habt ihr jetzt einen gepackt, weil es einfach schnell geht? In einer Reihe. So, Leute. Dann war's das auch schon wieder von dieser Folge. Es ist nämlich jetzt die letzte Folge vom Dresch-Event. Ich hoffe, ich konnte euch zumindest einen kleinen Einblick da ins Event geben und auch vielleicht haben euch so manche Resümees jetzt zugesagt, sodass ihr vielleicht den Kanal auch abonniert, um dann auch weitere Events mitzukriegen, die hier auf dem
Community Save, Community Saving, genau. Community Gaming, EU-Server abgehen. Jo, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Event. Ciao. 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 Ciao.